Hallo und wieder herzlich willkommen zu Wissenslust. Es geht weiter mit den tollen Produkten unter anderem oder den Hinweisen von Hildegard von Bingen. Und jetzt wollte ich euch mal zeigen, es gibt einen tollen Versand auch, wo man Hildegard von Bingen Produkte unter anderem auch bestellen kann. Das ist jetzt ein Katalog von 2009, 2010. Das heißt, die Produkte wird es sicherlich geben, aber wahrscheinlich zu anderen Preisen. Und ich will euch nur mal ein Beispiel nennen. Schaut mal, das ist dieser Katalog von Posch. Ist Österreich. Gibt es aber, wie gesagt, auch genügend andere Sachen. Nur, hier ist eine riesen Auswahl. Also ich habe schon andere Shops auch gehabt, wo es Hildegard-Produkte gibt. Auch ganz wunderbar. Jenschura war das, glaube ich, auch immer. Und noch eine Mühle. Also ihr müsst einfach mal googeln, da bekommt man was hin. Aber hier empfand ich es als produktmäßig die größte Auswahl. Und ich hatte euch erzählt von dem Dipdarm. Ja, das hatte ich ja eben gerade. Und das ist auch, da seht ihr, das ist in einem rausgekommen. Und jetzt möchte ich euch gerne mal die Produkte dazu vorstellen, die es da gibt. Zum Beispiel gibt es die heißen dann Pilo Dip Tabs. Enthalten die Kräutermischung aus Dipdarmwurzel und Habichtskraut, wie ich euch vorgelesen hatte im vorigen Dreh. Hildegard schreibt ja im Kapitel über Dipdarm: Wenn durch übermäßige Fettstoffe sich in einem Menschen Fehlsäfte zusammengeballt haben, so esse er Dipdarm und etwas Habichtskraut. Und dann seht ihr, da gibt es eine 25 Gramm Box, die hat damals 7,95 gekostet und zum Nachfüllen 15,90. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Das ist dann hier. Vielleicht könnt ihr das sehen. So, und das andere ist, hatte ich euch vorgelesen, diese Sivesan-Fenchel-Mischung-Tabs. Von Hildegard-Freunden seit Jahrzehnten geschätzt, das Original Fenchel-Mischpulver Sivesan in Tablettenform. Wenn uns Hildegard nichts anderes hinterlassen hätte als diese spezielle Kräutermischung, dann wären wir schon reich beschenkt. So ein Zitat vom Entdecker der Hildegard-Lehre, Dr. Med Herzka. Die im Sivesan-Mischpulver enthaltenen ätherischen Öle und Scharfstoffe von Fenchel, Galgant, Dipdarm und Habichtskraut können nach Hildegard die Verdauung unterstützen und widerstandskräftig machen. Hier steht die Verzehrempfehlung nach den Mahlzeiten: dreimal täglich drei Tabletten in warmen Wein verzehren. Also da, wie gesagt, das müsst ihr für euch entscheiden, warmer Wein. Ich denke, es würde auch gehen, warmer Tee oder einfach warmes Wasser zum Probieren. Aber es hat immer so ein bisschen seinen Sinn und seinen Zweck, was da so steht. So, und jetzt zeige ich euch das hier unten nochmal. Das wäre dieser Bereich. Und wenn ihr das eingebt, dann seht ihr das. Also wie gesagt, ich habe so eine Auswahl woanders groß noch nicht gehabt. Aber vielleicht habt ihr das ja und ihr könnt das schreiben. Und hier gibt es noch ganz viele tolle Sachen, muss ich euch sagen. Ich will euch das mal einfach in die Hildegard Kräutertabs, falls ihr daran Interesse habt, ich halte euch das mal so einen Moment rein. Und vielleicht ist da irgendetwas für euch dabei, wo ihr sagt, Mensch, toll, dass es sowas überhaupt gibt. Denn das sind Dinge, die ich doch so ein bisschen vermisse. Nun ist das Österreich, aber bei uns in Deutschland eben vermisse ich sowas in Reformhäusern schon ein bisschen. Ne? Auch von der Auswahl her finde ich ganz toll. So, warte, ich weiß nicht, vielleicht war es auch ein bisschen weit weg. Ich habe keine Ahnung. Ich halte es nochmal so ein bisschen näher ran und hoffe, dass ihr das erkennen könnt. So, da kann man also auch hinfahren. Die kann man auch besuchen. Schaut mal, das in St. Georgen. So, also da, falls ihr mal einen Besuch machen wollt dort in Österreich und denkt, Mann, nee, habe ich doch irgendwas Tolles gelesen. Da kann man auch hin. Also müsst ihr einfach nur ein bisschen eingeben. Und da habe ich gedacht, das ist doch nur mal ein toller kurzer Drehwert mit all den Dingen, die es da gibt. Dann will ich euch nochmal die Hildegard Gewürz- und Kräutermischungen auch so reingeben, die es da gibt. Und ich hoffe, die könnt ihr auch sehen. Da seht ihr mal, was für ein unwahrscheinlich umfangreiches
Päckchen, die dort zu bieten haben. Denkt bitte dran, diese Preise, die da jetzt so stehen, das sind natürlich Uraltpreise. Ja? Also ich habe natürlich auch noch ein paar andere Hefte, aber das war jetzt das, was mir als erstes in die Hände fiel. Und ich finde es halt ganz, ganz wunderbar, was sie dazu immer sagt. Was wollte ich euch hiervon noch? Ach, die Kräuterweine zum Beispiel. Ich lese euch dann immer noch mal was vor und zeige euch das auch. Aber vielleicht ist das auch noch mal einfach wirklich interessant. Macht euch vielleicht ein Foto davon. Dann könnt ihr es auf dem Handy in Ruhe großziehen zum Lesen. Und die andere Seite wäre jetzt Hildegard Kräuterwein. Genau. So, das war jetzt, glaube ich, einfach schon sehr. Andere Sachen erzähle ich euch noch mal ein bisschen von. Aber ja, ich sag mal, das war ja jetzt schon eine Riesenauswahl. Wer gar nicht wusste, dass es so viele tolle Sachen gibt von denen, der wird sich wundern, wenn ihr dann dort auf die Seite geht. Und jetzt wollte ich gucken, ob noch irgendwas. Nee, das machen wir alles nach und nach. Denn es gibt ja auch. Moment, Moment. Also es gibt ja auch eine Naturkosmetik nach Hildegard. Unter anderem gibt es ja auch die Veilchencreme da. Und das ist eine wunderbare Creme, zum Beispiel eben für die Brust zum Beispiel auch Anwendungen. Ganz vorsichtig darf man nicht eincremen, nur ganz sanft aufstreichen. Die hat dann etwas mit Krebs zu tun zum Beispiel. Oder wenn da andere Sachen sind, muss man einfach ein bisschen drüber googeln. Und ja, noch so ein paar Sachen erzähle ich aber noch mal drüber. Und was natürlich auch ist, hier sind natürlich auch die ganzen Steine der Hildegard drin. Das heißt, dann, wenn euch etwas interessiert, dann haben die auch unterschiedliche Schmuckstücke. Alles, was so da ist. Da erzähle ich euch aber dann auch noch ein bisschen drüber. Aber in der Kürze der Würze, denke ich, war es das. Und ich hoffe, dass ihr damit etwas anfangen könnt, dass ich euch ein bisschen helfen konnte, damit Freude machen kann. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, ihr seid gesund oder ihr werdet gesund. Und das nächste kommt bald. Tschüss!